Ich sag hier gerade, es spawnen keine Spinnen mehr und jetzt kommt da so eine Spinne an. Verdammt. Fackel, 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 Fackel. Fackel. So, los weg hier. Ich möchte nicht mehr hier bleiben. So. Das heißt, wir nehmen jetzt das alles mal mit. Passt auch alles. Das ist doch spitzenmäßig. Und jetzt hier raus. Waffe gezückt und irgendwie hier raus. Wo kommen wir? Verdammt. Ging es jetzt da wieder erstmal kurz runter? Könnte sein, muss aber nicht sein. So, hier geht es auf jeden Fall schon wieder höher, das ist immer gut. Oder auch nicht. Verdammt, verdammt, verdammt. Ich meine, wir können ja nur verhungern, ne? Also keine Panik. Von dort kommen wir. Na klar. Aua. Ich habe den Weg gefunden. Na, wir sind ja hier irgendwie. Oder auch nicht. Irgendwie müssten wir jetzt da hin. So. Und jetzt gehen wir hier hoch. Und so wie wir Glück haben, ist auch gerade noch Tag. Jetzt muss ich nur mal in die richtige Richtung laufen und dann passt das schon. Wir gehen mal hier auf den Berg. Oh, wir sehen gerade so noch die Sonne untergehen, aber ich glaube, das ist die Richtung, die wir gehen müssen. Ja, packen wir uns nochmal hin. Und noch einmal. Und ich will dunkel. Ja, liebe Schafchen, hier. Fliegende Blöcke sind auch. Ja. Tolle Wurst. Ich meine, das sieht ja hier schon wieder klasse aus, aber na, wo sind wir denn? Ich glaube, in die Richtung ist es doch richtig, ne? Fragen wir mal jetzt mal hier den Creeper, ne? Sag mal, in welche Richtung müssen wir? Na, der hat mit uns nicht geredet. Da unten ist auf jeden Fall Licht.
Das kann natürlich Lava sein, kann aber auch von uns sein. Kann ich jetzt so nicht deuten. Auf jeden Fall bin ich froh, wenn wir zu Hause sind. Ja, ich sehe unser Haus. Alles klar. Da müssen wir hin. Jetzt an den gefährlichen Schafen hier vorbei. Viele weiße, ein schwarzes. Der Zombie stört uns nicht weiter. Aber guckt euch das an. Vier Skelette sehe ich hier gerade. Ja, zwei Zombies. Ein Creeper. Wir gehen lieber zum Kühen. Ist mir irgendwie. Ja, finde ich irgendwie besser. Also hier habe ich wirklich das Gefühl, dass wir da in die Hölle müssen. Ins Nether, sozusagen. Ui. Bloß weg hier. Wir nehmen mal unseren, ja, nicht ganz richtigen Eingang, ne? So. Und was machen wir hier? Ich habe hier noch ein bisschen Kies. Dann habe ich ja gar nicht gedacht. Die machen ja jetzt unsere Türen kaputt. Die sind gerade sicher, ne? Ach, habt ihr doch noch Lust, mich zu massakrieren? Dann schauen wir mal zu, wie sie die Türen hier zerstören. Ja, noch lauter. Genau, da ist jetzt eine Tür kaputt gegangen. Wir legen mal kurz schnell was rein. Vielleicht können wir auch einfach das mal kurz wegschmeißen. Genau, wegen diesen Freund. Machen wir kein Loch ins Haus, ne? Zu dicht und das dann mal. Jetzt gehen wir schlafen. So, ich habe die Nase voll. Kommst du jetzt noch da irgendwie hoch? So, gute Nacht. So. Und schön, wie die Sonne da aufgeht. Und dann gehen wir wieder runter. Und können uns jetzt in Ruhe betrachten, was wir da alles erobert haben. Und was der Creeper da draußen macht. Okay. Dann schauen wir mal. Wir haben Eisen. Wir haben tatsächlich ein Stack Pflastersteine vollgekriegt. Wir haben hier noch mehr Eisen. Wir haben 5 Eimer mittlerweile. Boah, das kann sich doch alles sehen lassen. So, nahrungsmäßig tue ich erstmal hier wieder etwas rein. Das Brot zum Beispiel, das Weizen nicht. Das vergammelte Fleisch. Die Kakaobohnen tun wir natürlich da rein. Bevor ich hier gleich hier das vergammelte Fleisch esse. Nehmen wir das mal mit. Tun den Ofen mal woanders hin. Und das tun wir auch nachher gleich woanders hin, weil ich baue jetzt einfach mal ein paar Ofen mehr, 3 Stück.
Genau, so. So. Und der dritte ist dort. Und dann bauen wir hier eine Werkbank rein. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 müssten, glaube ich, reichen. Habe ich jetzt zwar nicht, aber egal. So, wenn wir schon das hier haben, dann machen wir mal hier eine Werkbank draus. Ich weiß, eine reicht, aber ich finde, das sieht so schöner aus. Gut, was können wir uns dann schon mal hier bauen, ne? Einmal einen Helm. Dann bauen wir uns mal eine Hose, denke ich mal. Joa. Schüchen können wir uns auch bauen. Und dann bauen wir uns nochmal einen Eisenbahn. Ja, schön. Nebenbei essen wir was. Ja, schon satt. Na gut, dann sind wir schon satt. Muss ich nachher nochmal schauen, was da oben war. Dann müsste ich jetzt mit dem Holz arbeiten gleich nachher. Wir können ja auch erstmal kurz rausgehen. Mit den Äxten, die wir haben. Zwei an der Zahl. Ja, die nicht gewachsenen Bäume fällen. Ja, toll. Gut. Das war unser Besuch draußen. Jetzt machen wir uns aber erstmal hier dran, das Dach fertig zu machen. Und eventuell wäre es auch gut. Hab ich eine Schaufel? Hab ich. Dann machen wir das mal so, dass ich auch nebenbei den Boden wieder fertig mache, weil, soweit mir bekannt, ja, weil es schöner aussieht, ne? Gut, was wir mit dem hellen Holz nachher vielleicht noch machen können, muss ich mal schauen. Vielleicht so als Deko. Was ganz wichtig ist, dass wir noch vor den Updates, die ja definitiv kommen werden, dass wir da mal schauen, dass wir ja das Haus sozusagen fertig kriegen in Sachen Dach, weil sonst haben wir noch weniger Möglichkeiten. Oh, genau 64. Gut. Ja. Schauen wir mal, wie weit wir hier sind. Das sieht doch schon gut aus. Habe ich denn noch einmal hier Glas? Ja. Machen wir das zu. Ich kann natürlich dann auch. Wir laufen wieder zurück, hin und her. Bauen wir jetzt eine Tür rein. Und dann müssen wir nachher noch das ganze Gebiet hier umzäunen. Habe ich, da habe ich noch ein paar Truhen.